Die Schweizer Folkloregruppe Edelweiss setzt sich zusammen aus Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern, die teils taub sind. Sie sind 32 Tänzerinnen und Tänzer. Es ist die Früchte der Arbeit, die schweizerischen Wurzeln in Kondoni aufzustärken, insbesondere durch Entwicklung des Gehörs beim Tauben. Der Liebe zur Kultur wird eine verstärkte Integration unter den ethnischen Gruppen und unter den Tauben und den Hörenden gefördert. Mit diesem Ziel hat die Vereinigung der Eltern und Verwandte von Gehör- und Sprachbehinderten, die APANAS, am 25. Mai 1972 die Schweizerische Folkloregruppe Edelweiss gegründet. Geleitet wird diese Gruppe von Erla Hobby Maltauro und dem Verein präsidiert Herr Francisco Zeidler. Für die Koordination sind verantwortlich Frau Luisiana, Pamela Hobby Maltauro und Lourdes Christina, denen wir unseren herzlichen Dank aussprechen. Die Tracht, die Sie sehen, stammt aus den Regionen Unterwald, Schaffhausen, Appenzell und Bern. Symbol des Vereins, wie könnte es anders sein, ist die bekannte Alpenblume, das Edelweiß. Und ihre Fahne ist gekennzeichnet von wehenden Wäldern, die Bewegung, Eleganz des Tanzes und musikalische Freude ausdrücken. Nesta noite serão apresentados trajes típicos de Berna e Schaffhausen, com as danças Appenzeller, Alivander, Appenzeller, Klatschwalter, Gesatzlich, Dreifach Kreuzpolka e Stromenbaderi. Was wir heute Abend sehen, sind die Trachten aus Bern und Schaffhausen. Die Gruppe führt folgende Tänze vor. Appenzeller Alivander, Appenzeller Klatschwalzer, Saatlich, Dreifache Kreuzpolka, Strom der Babeli. Thank you.
Sie werden Ihnen nun Musikstücke vorspielen, und zwar Edelwein und die Singenden Hände. Thank you.
Observe todos os detalhes. Veja bem, sempre terá um deficiente em condição. Ele está procedendo normalmente. Imagine o trabalho sendo dado desses professores para fazer com que o que nós estamos vendo se processe dentro de uma coordenação, dentro de um aprendizado relativo e sempre estimulado com muito carinho. Thank you.